Wir haben eine Stunde gewartet jetzt. War das doch eine Stunde? Wir haben eine Stunde jetzt gewartet. Und schön, dass ihr am Start seid. Wann ihr grüß dich. Hallo. Was geht da ja? Wir werden mal heute ein paar Lieferservice auschecken, ne? Achso, ich dachte, ich bin hier um die Das ist schon vorbei, das war Vorvideo. Also, wir werden heute ein paar Lieferservice testen und zwar die schlecht bewertetesten. Das wird eklig, sag ich mal, ne? Ja, wer weiß. Es ist ja auch manchmal so, dass wegen Service späte Lieferzeiten und so die schlecht Bewertungen sind. Na, aber wir stellen uns darauf was ein, dass natürlich auch vielleicht nicht so köstlich schmächtig wird. Ja, muss ja auch sein. Irgendjemand muss es ja mal testen, ob es wirklich so schlecht ist. Ja, also ich sag mal so, es gibt halt auch viele Möchtegern-Experten, aber ihr sind zwei Essenskenner, ne? Das ist einfach so. Und das hat natürlich Hand und Fuß, was wir sagen. Und wir werden schauen, ob das reinhaut oder nicht. Und wir machen so, ne? Wir stellen jetzt nicht auf Lieferando und sagen noch, hier, der hat so lange gebraucht, weil Lieferando, sage ich euch ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Erstmal nehmen wir das gute alte Krockhaus unter die Lupe. Das hat voll schlechte Bewertung. War früher heftig, sage ich euch. Krockhaus? Alter, ich würde sagen Krock, ne? Habe ich mal gekotzt von. Das ist eigentlich für mich so ein richtig ekliges Krock, meinst du? Ja, vom Krock habe ich auch mal gekotzt. Gut. Wir testen mal. Wie schön hat's denn? Was ist noch? Ich blende einen hier einfach. Und dann fahren wir jetzt dahin, Evan. Okay, let's go. Auf zum Kokos. Gibst du noch Ghettofaust? Ghettofaust. Kokos. Guck mal, Evanio hat eben was Schönes gesagt. Was hast du eben gesagt zu Crocs? Ich muss sagen, ich lutsche sehr ungern Crocs. Nein, aber ich muss sagen, ich habe mit Croc leider immer schlechte Erfahrungen irgendwie gemacht. Einmal sogar kotzen im Croc. Wegen Croc. Schon wegen dem Croc. Wegen dem Croc. Und ich hab, glaube ich, in meinem Leben selten geilen Croc gegessen. Also wirklich. Ist echt so. Ich gebe ihm recht. Die meisten machen einfach, die holen sich irgendwie ein Industriebaguette, hauen da eine Scheibe Salami drauf und Käse und denken, sie sind Albert Einstein der Neuzeit so. Ja, ich hoffe, warst du schon mal? Ja, ja. Und? Ich sag so. Ach nee, schön, dass du schlecht bist. Früher, wo wir noch Sportzigaretten geraucht haben, ne? Ja, so nennt das also. Ja. Und ich ja eher so. So das große Gerät, ne? Da war ich voll begeistert und dann war aber eine Zeit lang echt nicht gut. Und als ich das letzte Mal immer geholt habe, war wieder so, war echt nicht schlecht. Vor langer Zeit hat enttäuscht, als ich gesagt habe, boah, und dann sich Krockhaus nennen. Aber warst du schon mal nüchtern da? Ja, doch, da war ich inzwischen. Okay, dann lass mal nüchtern reingehen. Wir gehen mal rein. Okay, also wir haben jetzt hier auch Hamza am Start von einem meiner besten Kollegen, der Bruder. Moin, moin. Hamza, was würdest du mir jetzt empfehlen ganz spontan? Ich nehme eh was anderes bestimmt, aber egal. Nimm mal einen Thunfischkrok mit Knoblauch. Thunfisch mit Knoblauch. Emanuel, das ist doch was für dich bestimmt. Ja, du tust gar nicht. Ja, okay, dann nehmen wir Thunfisch für mich auf Oldschool-Basis. Ich habe schon gesagt, wir waren früher immer so Sportzigarette haben wir genommen und dann sind wir hier rein, ne? Dann nehme ich mit Salami einfach. Alles klar. Okay, geil, Mann. So, man muss in Kleinstadtverhältnissen sehen und das natürlich bei mir Emotionen dranhängen, aber zum Beispiel Pizza habe ich hier auch früher echt immer gern bestellt. Obwohl es ein Krockhaus heißt, ne? Pizza? Ja, hier so Currywurst, das würde mich interessieren. Würde dich interessieren, ne? Wollen wir auch nur Currywurst? Für einen Currywurst kann ich auch noch. Oh, ja. Das ist mal richtig geil, mal Sachen zu bestellen, die eigentlich zum Beispiel beim Inder irgendwie Currywurst oder so, was gar keinen Sinn eigentlich ergibt. Ja, das ist gut. Und zu testen, wie es schmeckt. Das ist gut. Ich frag mal einen Hamza. Hamza! Können wir auch noch eine Currywurst? Ja, Mann, das wäre geil. Okay. Ja, geil, Mann. Wir nehmen auch noch eine Currywurst. Ja. Alter, wir gehen aufs Volle, Mann. Danke, Hamza. Hast du Currywurst schon mal gegessen? Nee, Currywurst habe ich hier noch nie gegessen. Okay, wir gucken mal. Ja. Also haben wir alles am Start jetzt. Ja. Wir werden jetzt mal einmal auspacken. Ordentlich. Guck dir an, die haben echt richtig, also korrekt von denen, dass wir die hier reingetan haben. Wir testen diesen Laden wirklich komplett. Das sind die Crocs. Schön eingepackt. Okay. Ey, so französisch eingepackt. Ja, die kenne ich. Croc kommt ja eigentlich aus Frankreich, ne? Haben die auch so ein bisschen nachgemacht? Ja, kann man so sagen, ne? Croc aus Frankreich. Also ich höre mir kaum hoffen, meine Eingebildung mal reicht. Baguette, ja, ich hatte jetzt auch gesagt, wenn ich jetzt sagen müsste. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen. Nee. Ja, was? So, also es ist nett, dass sie dazu so geben, ne? Ja. Ich dachte, die machen das so schön rauf, die Soße. Die Soße? Ja. Nee, aber das ist, glaube ich, Taktik, weil das sonst du da durchsapscht, weißt du? Ja, okay, stimmt, wir haben zum Mittagessen. Soll ich dir raufballern? Ja, ich bin zwar eigentlich jemand, der auch gerne ohne Soße nimmt. Ja, okay, gut, ich mag Soße. Ich probiere mal einmal ohne erstmal. Ah, Moment. Ich muss kurz jemanden hier rausziehen. Tomaten haben wir irgendwas. Tomaten kann ich lecken. Okay. Die haben da wirklich, warte, wenn du den Käse auch abziehst nochmal, ne? Ist schon ordentlich Thunfisch auf jeden Fall drauf. Ne? Die haben, ist natürlich alles, sage ich mal, sehr standardhafter Thunfisch jetzt so, aber. Oh. Hier so schön reindippe. Oh. Ja, ja. Guck mal, wenn du den Oschi anguckst, ich hab das schon mal reingebissen. Der ist schon gut lang. Ja. Ah, Moment mal, da ist ja Monte. Ja, genau da. Man sieht den Käse, man sieht die Salami. Also, es wurde offenbar ordentlich was draufgetan. Boah, das brennt aber ordentlich, muss ich sagen, ne? Ich habe ja das Thunfischding hier. Ist knusprig, ne? Ich muss es lassen sogar. Ich finde das lecker, muss ich wirklich sagen. Ganz ehrlich, wie wir vorhin gesagt haben,
ordentliches Kork gibt es sehr selten. Ja, der ist jetzt keine 10 von 10, Digga. Nee. Aber der ist ohne Scheiß, den könnte ich ganz gut weghauen. Ohne Probleme. Lass mal da schon mal eine anonyme Bewertung ins Handy einmal eingeben. Scheiße, ich muss Stöcke auf den Boden legen, meine Bewertung vor mir. Ich habe mein Handy weg. Du darfst nicht hingucken. Ja. Ich habe fertig. Kork kannst du bekommen. Ich habe eine 7 gegeben. Das ist das. Das ist eine 7 oder war 7 andersrum? Ich habe erst andersrum. Ich habe keine Ahnung, von der Seite aus sieht es aus wie eine 7. Ja, ja, okay. Das ist eine 7, ne? Ohne Scheiß, ich habe 6,5 gegeben, ne? Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, den kannst du richtig gut weghauen. Ohne Probleme. Aber jetzt auch nicht die Welt, wenn man übertreiben soll, ne? Aber besser als ein Standardzug, würde ich sagen. Aber man muss ja sehen, wir fahren durch die ganze Welt, testen Essen für so Kleinstadt-Lieferservice. Jemand anders, der da reingeht, vielleicht nicht so krass unterwegs ist. Das kann man echt gut machen, ne? Ja, safe, safe. Kann man gut reinschieben. Für mich ist das Kindheit gerade. Das ist Kindheit für mich. Mm. Oh, da ist sie. Was ist das, Margarita oder Salami? Salami. Sah die auch so in deiner Kindheit aus oder anders? Ja, doch, die kommt hin, die ist ziemlich gleich bleiben. Riecht doch mal super stark. Guck mal, außen schön kross hier. Mhm. Ich werde jetzt mal einfach hier. Guck mal, Ivanito. Mich. Guck mal hier, ja. Rein. Was sagst du? Hat's Vibes von früher? Ja, Vibes von früher. Da bin ich gleich gespannt auf deine anonyme Bewertung. Mhm. Also, dann nehmen wir mal die Pizza. Oh, so ist man, Männer. So ist man. Weil ich will auch so einmal reinschieben. Was gebe ich dann Holle für die heute? Also ich habe Pizza ehrlich für Lieferservice. Ich liebe diese Pizza einfach. Aber ich also jetzt nicht übertreiben, ne? Es ist immer noch, ich habe die besten Pizzen der Welt gegessen. Gebe ich eine 7,5, die 5. Was? Das soll eigentlich eine 5 sein, weil die wollen also so Bogen drin sein, weißt du? Okay. 7,5. Boah, das ist total stark, Alter. Ja, aber jetzt all time von normalen Pizzen mit bester Pizzabäcker der Welt. Gibt das eine 5,5. Einfach eine normale, leckere Pizza. Die kommt nicht ganz schlecht. Das ist genau in der Mitte von 5 bis 10. Ich muss echt sagen, ich habe eine 4 hier. Bei Lieferservice kann ich sehen. Und bei Fliefer habe ich so direkt mal 5 gegeben. Nein! Ich sag ja, die Pizza echt schon gut schäbig, Alter. Ohne es böse zu meinen. Ich fand die. Nein! Doch, sorry, mein Krok war echt nett, den konnte ich mir gut reinballern, ne? Aber Digga, die Pizza war. Du hast an der falschen Stelle abgebissen. Ganz ehrlich, du hast an der falschen Stelle. Der Käse war nicht krass, Salami war nicht krass. Ey, es war echt nicht so eine gute Pizza, man, muss ich echt sagen. Denkst du, das war meine Kindheit, oder was? Das war deine Kindheit. Boah, Digga, die sieht gruselig aus, Digga. Die sieht richtig gruselig aus. So richtig schwimmen, das ist ja keine. Eine Soße muss ja dickflüssig sein, also eine, vor allem eine Currywurstsoße. Also sagen wir mal ganz ehrlich, die Soße sieht nicht perfekt aus. Da muss man einfach so sagen, die Soße sieht nicht perfekt aus. Aber ich glaube, das ist durch die Verpackung, denn Kondensflüssigkeit, blablub. Ich will die jetzt nicht zu doll schützen, weißt du? Ja. Ich bin jetzt auch nicht dass die deutsche Schutzgesellschaft oder Hollis. Nimm mal Schutz an. Scheiße, Holly, danke gerade ehrlich. Das wird schlimmer. Mit dem Wasser. Digga, es ist eine Wurst, aber keine Currywurst. Also, ich schmecke nicht dieses Geile. Du hast eine Currywurst, kaufst ja nicht wegen der Wurst, sondern auch wegen den ganzen Soßen, so gesagt. Aber du hast hier einfach keine Soße, sondern einfach nur ein Schwimmbecken. Currywurst, lass mir einfach mal raus jetzt hier. Bewertung. Ey, ich muss leider echt sorry, Digga. Aber Real Talk. Jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Krokhaus kann man sich richtig geil geben. Ja, das ist Krok. Echt. Vor allem Krok, dafür stehen sie auch. Krok gut, meiner Meinung nach auch Pizza richtig geil geben. Evanio sagt nicht. Aber die Currywurst. Bitte lass es einfach. Der Currywurst hätte ich jetzt eine 3 gegeben. Muss ich ganz einfach sagen, eine 3. Digga, da wäre ich gleich mitgegangen. 3, 2, die war echt nicht stark. Also, man kann nicht alles können. Ne? Nein. Aber ist okay. Die stehen für Krok. Ja. Machen die gut. Die schieben die gut rein. Machen wir. Gehen wir zum nächsten Dings. Jetzt haben wir schon voll die dicke Flotte, ne? Guck mal hier, das sind alles. Sogar bis zum letzten Wagen. Der hat 3,1. Wieso ist der denn so schlecht bewertet? Lass uns doch mal gucken einmal. Ich habe Schnitzel Hamburger Art. Für 2 riesen Schnitzel habe ich ein Spiegelei bekommen. Digga, warte, der hat Schnitzel bestellt ein Spiegelei bekommen. Ja, okay, das war. Okay, Pommes waren labrig, bla, lange nicht mehr so schlecht gegessen. Oh Junge, der Lieferservice nicht zu empfehlen. Wirklich selten so ein unfassbar schlechtes Essen gehabt. Oh, okay, das ist hart, weil wir haben eben auch bei uns bei Domino's, hatten wir auch überlegt zu testen jetzt, warum das so schlecht. Da war immer nur, kam was anderes oder kam spät, kam gar nicht. Aber hier geht's ums Essen. Hier geht's ums Essen. Gut sein. Boah, ein Burger. Lass uns einen Burger fetzen. Ich schwöre dir. Ja, wir kriegen Spiegelei dann. Ja. Boah, Digga, nicht noch eine Currywurst. Nein, das überlebe ich auch nicht. Ey, die haben Gyros-Teller. Sollen wir einen Gyros-Teller? Komm, lass uns einen Gyros-Teller. Ja, und einen Burger. Und einen Burger. Da beißen wir dann so auf Bro-Basis jeder von einer Seite ab. Ja, finde ich gut. Machen wir. Okay, perfekt. Also, wir haben uns umentschieden, weil wir gehen nachher noch zum Griechen. Das wird dann die schlechteste Bewertung. Boah, die haben nur 2,6. Ja, ist toll. Wir nehmen hier jetzt nochmal. Mal gucken, wie die Bruschetta herkriegen. Lieferservice. Wie wird das denn aussehen? Und Spaghetti nehmen wir. Also hier sind wir mitten im Buxtehude im Marktkaufzentrum. Also erstmal interessant, Evanio, ne? Wie lange stehen wir jetzt hier? Wir stehen halt wirklich, Leute, hier schon 20 Minuten. Das kann entweder ein gutes Zeichen sein, dass wir wirklich brauchen, aber da sitzt niemand drin. Das heißt, wir sind die einzigen Kunden so. Das ist, weil das Gourmet wird und die sich echt richtig Liebe da reinstecken, vielleicht, ne? Glaub ich auch irgendwie nicht. Guck mal, ihr werdet gleich erfahren, was sein wird. Er sieht schon mal, muss ich sagen, wir haben schon mal reingeguckt, ne? Weil wir mussten gerade ein Foto machen. Sehr ganz ehrlich, Holle, kennst du diese Burger vom Tiefkühler? Ja, genau so sieht das aus. Genau 1:1. Oder Mikrowellenburger, ne? Genau, der Käse ist ja nicht mal richtig angeschmolzen so. Das wäre 3, es hätte die Mikrowellenburger gegeben. Boah, Digga, jetzt mal ganz ehrlich. Das Brot sieht zwar nett aus, aber der Rest sieht echt mikrowellenmäßig aus. Ja. Und ist auch schon kalt. Ja, gut. Also wir haben ihn eine Minute jetzt da drin gelassen, ne? Das muss man sagen, weil wir eben ein Foto gemacht haben.
Ey. Sag einfach direkt deine Bewertung. Der ist aus der fucking Mikrowelle. Ja, ehrlich? Mit bisschen Salz drauf, ey. Ehrlich? Muss man mal einbeißen. Das ist eine Mikrowelle, ich schwör's dir. Ey, Mann, das ist so eine Mikrowelle. Erzähl mir, was du willst. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein, die Soße ist ganz okay. Aber der Rest, boah, das ist schon wirklich nicht schlimm. Ich find's nicht schlimm. Mhm. Den Burger bestellt man wohl nicht nochmal, sagen wir mal so. Ja, aber du bestellst auch nicht beim Lieferservice und denkst dir, boah, geil, Mikrowellenburger, da kannst du gar nicht in den Supermarkt gehen. Ich verstehe manchmal Lieferservice nicht, muss ich einfach sagen. Man will ja, dass die Leute wieder bestellen. Man will, dass die Leute kaufen. Da esse ich doch meinen Burger selber und guck, dass der geil schmeckt. Und das ist einfach so, klar, beim Lieferservice sind die Burger oft nicht so gut, aber Burger, guck mal, ich würde eine 4 von 10 geben. Weil er schmeckt jetzt nicht scheiße, aber es ist einfach so, mach doch was, du hast einen Lieferservice, mach das was, was richtig geil schmeckt. Das ist einfach so, einfach man schmeckt keine Liebe, man schmeckt gar nicht. Das ist einfach nur eine Frikadelle drauf, irgendwie eine Scheibe Käse. Warum macht man sowas? Ich habe einen Laden. Vor allem, ich muss mir so vorstellen, der Käse war ja nicht mal geschmolzen, so ein bisschen, ja, weißt du? Okay, wir haben jetzt Bruschetta, ne? Ich hasse Tomaten zwar wie Pest, ne? Ach ja, scheiße. Aber du kannst es gönnen, du kannst es nicht gönnen. Ich gönn, ich gönn. Okay, muss das nicht sein? Das sieht aus wie ein nettes Knoblauchbrot. Das sieht gut aus. Boah, ich muss ganz ehrlich, das riecht sogar wirklich gut von hier aus. Ganz ehrlich, das kann man richtig gut essen. Wirklich, es riecht auch gut, muss ich sagen. Also scheiße Tomaten, aber das Brot riecht. Ist ein Knoblauchbrot oder habe ich es eingebildet? Knoblauchbrot, schön viel Knoblauch drauf, also richtig giftig, sag ich mal, von Knoblauch mag ich. Aber hey, echt eine 7 von 10, also das kann man sich... Boah, ja gut, da haben sie drauf fokussiert, ja, ne? Ja. Aber jetzt... Da haben sie drauf fokussiert, sag ja. Aber jetzt, Holle, Digga, das ist wirklich eine Aufgabe. Gute Napoli-Pizza, Pizza. Boah, gute wie heißt es nochmal? Napoli? Bitte Napoli, genau, Spaghetti Napoli. Warum magst du eigentlich keine Tomaten, aber ist Tomatensauce? Das ist ja was anderes, das ist immer Gewürz, das ist ja nicht diese rohe Tomate, die du reinbeißt. Ja, ja. Guck mal, es ist wirklich voll gesaut mit Tomatensauce auf jeden Fall, ne? So soll es, glaube ich, auch sein mit dem Rezept. Original, früher, wo ich gar keinen Cash hatte, so Ausbildung, Wohnung, erst Bleibloch, gehst du Penny und die günstige 69 Cent Spaghetti Bolognese. Mit der absolut letzten Tomatensauce, ja, ne? Ja, die wie Miracoli ist, nur die von Penny. Original haben wir die, glaube ich, genommen. Aber es ist wirklich auch diese richtig, kennst du diese Tomatensauce, die irgendwie so gefühlt, also die schlechteste Tomatensauce gefühlt? Versuch mal, ja, ja. Das riecht jetzt auch nicht so stark, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Knoblauchbrot, das war, okay, Knoblauchbrot ist keine Kunst, aber trotzdem. Nee. Digga, wie wässrig ist das? Boah, ich muss echt sagen, das ist echt nicht stark, Digga. Das ist halt wirklich, wie du es beschreibst. Warte mal kurz, du zahlst ja wirklich 6 Euro oder so dafür, wenn du es bestellst. Das geht doch nicht. Für mich ist das eine 3 von 10, weil es ist jetzt natürlich halt nicht so, dass du kotzt oder so oder sonst was. Es ist einfach nicht besonders gut in Napoli oder wie sie es nennen, ne? Oder nein, wie würdest du gehen? Ich würde da komplett mitgehen, Digga. Das war wirklich nicht gut, Mann. Klar, ey, du kotzt jetzt nicht und du stirbst jetzt nicht und man kann es essen, ne? Ich bin, ja, man kann's essen. Dankbar für jedes Essen so, aber es geht ja darum, jetzt die schlechtesten zu testen. Mhm. Und das ist verdient das Schlechteste gerade, echt. Das ist, ja, wirklich, das ist stark. Nicht, wirklich nicht stark. Aber die Bruschetta war richtig gut. Und auch hier muss ich sagen, die Pizza konnte man sich immer gut geben. Die Nudeln sind wirklich Katastrophen. Mhm. Die sind wirklich richtig, ja, schlecht. Mann. Gehen wir ab zum Mykonos, der mit den Steaks. Der wird sogar noch böser. Eieiei. Also wir haben jetzt gerade tatsächlich den Besitzer sogar noch getroffen. Er hat uns gesehen, wieder gefilmt, weil ich dachte, irgendein Passant guckt. Der hat auch gefragt, na, wie war? Boah, es war super unangenehm, Leute. Alter, jemand das ins Gesicht irgendwie zu sagen, ist noch härter. Weißt du, was ja sein ja, Laden ist? Ja, also ich habe ihm das gesagt, wie es ist. Bruschetta gut, der Rest irgendwie war mir nicht begeistert. Und aber so ist das Game. Am liebsten werde ich gut, aber das war eben richtig unangenehme Situation. Oh, das, ne? Ganz, ganz unangenehm. Du kannst ja nicht sagen, ey, dein Laden ist kacke, aber es war wirklich nicht gut, Mann. Ja, also er wird das auch wissen. So, wir haben hier 2,6 Sterne. Viel zu spät Lieferung. 2 Stunden nach Bestellung ist viel das Essen, das teuerste. Aufgrund der Spätlieferung konnten wir nicht sofort essen und es fiel somit ca. eine halbe Stunde später erst auf. Laut Lieferanten noch 60 Minuten Wartezeit. Nach 120 Minuten, 2 Stunden ist die Lieferung leider noch immer nicht erfolgt. Alles Lieferzeit, alles Lieferzeit. Ah, aber hier noch einmal das Essen ungenießbar. Kalte Pommes, völlig versalzenes Fleisch, ekliger Salat, 2 Stunden Wartezeit. Aber auch Wartezeit, vielleicht war er salzig, auch trotzdem wegen der Wartezeit, hat nochmal extra reingeknallt. Mein, kann ich Resümee hieraus ist, dass es echt im Großen und Ganzen die Wartezeit sein wird. Ja, wir nehmen jetzt einen Gyros. Auf jeden Fall, vielleicht was anderes auch noch. Da ist der gute Mykonos, wir werden zuschlagen. Aber wir müssen jetzt noch bestellen für den kleinen Hunger noch mal zwischendrin für dich. Evan, habe ich dir mitgebracht. Ey. Ein paar Snacks. Sag mir nicht von Sack Plus. Ja, doch, doch. Ui. Und okay. Da denkt dann, Leute, King das Box sind die schönen Snacks, ja. 50% Protein sind da drin. Ja, geil. Ja. Da ist mal Schokolade. Ja. Und Protein, klingt gut. So ist das. 50% Protein. Denkt an Holle 10 bei sackplus.com. Und jetzt werden wir hier snacken mecken. Also nur ganz kurz zur Info. Er macht um 17 Uhr auf, waren 17 Uhr da. Wir müssen jetzt nochmal losfahren, wir kaufen was ein, weil es erst in einer Stunde Essen gibt. Also nur das so, deshalb cruisen wir nochmal los und dann holen wir gleich das Essen ab. Wir sind jetzt am Start. Ich muss sagen, war deutlich schneller, aber es gab auch ein kleines Missverständnis. Gyros wird noch extra jetzt gemacht. Wir haben jetzt Souvlaki bekommen, Gyros wird nochmal extra. Ne? Hast du mitbekommen? Wir haben eine Stunde gewartet jetzt. War das doch eine Stunde? Wir haben eine Stunde jetzt gewartet worden. Okay, aber das Essen war schon fertig, als wir waren. Vielleicht war auch ein kleiner Moment früher fertig. Mhm, aber ey, jetzt muss es doch gut schmecken. Ja, das wird so. Wir sind am Start hier. Kleine Hunger.
Das ist kleiner Hunger, ne? Also wir haben für einen kleinen Hunger bestellt. Komm, wir werden mal beide einmal jeder von einer Seite reinbeißen. Hä? Ich schwöre euch, schmeckt gut. Hä, warte, wie kann das sein? Ich muss aber zusagen, der ist richtig frisch. Mhm. Als ob er gerade rausgekommen wäre. Hast du gut gemacht, Chef, das Essen? Bitte. Tzatziki ist nicht so gut, Chef, aber... Man kennt Griechen, so sag mal deinen Vergleich zu anderen Griechen mit einem Souvlaki. Bei mir ist es lange her. Ich würde sagen eine 6,7. Cool. Du nicht? Ich würde sagen eine 6,5 vielleicht. 6,5? Aber das ist nicht schlimm, deswegen. Ich muss sagen, ich bin gerade geschockt, ey. Also was? Mhm. Ich bin geschockt. Und du eine 6,5 sagst du, ne? Ja. Mhm. Weil ich dann geliefert ist. Oder ich denke mal, so viele hatten wir doch gesehen. Wegen Lieferzeit haben wir doch jetzt auch ein bisschen Probleme gehabt. Ja, aber schmeckt. Aber schmeckt? Mhm. Das kriegen wir hier noch Gyros anstatt. Guck mal, Gyros auch schön frisch. Habt ihr Spieß? Habt ihr einen Spieß oder macht ihr so eine Pfanne? Nee, Spieß. Habt ihr Spieß sogar, ne? Ja. Die haben sogar einen Spieß, ja. Frisch, immer frisch. Ein klein bisschen trocken, Chef. Aber das stört mich komisch, weil dabei nicht. Ich feiere das Gyros echt. Ich brauch Tzatziki. Aber eigentlich ist ja da. Also da gebe ich dir auch eine 6,7 von 10, gebe ich dir. Für diesen hier. Also ist auch gut. Was gibst du, Ivano? Ich gebe auch so eine 6. 6? Ja. Also das muss ich sagen, das stört mich auch gar nicht mit dem Trocken. So, auch die schönen frischen Zwiebeln. Mach ich gut. Kann machen. Ich muss kurz echt sagen, Souvlaki, ne? Überraschend gut, wirklich. Es war sogar echt so ein leicht, so ist der Schwein, ne? Und ich bin selber ein Schwein, aber ich muss sagen, es war cool, es war nicht so dieses, weißt du, was ich meine, so mit Zähne, sondern es war echt ein bisschen so entspannt, dass du reinbeißen konntest, ohne jetzt ewig zu kauen. Aber der Gyros, Digga, der war schon gut staubtrocken, muss ich sagen, Alter. Ja, und ganz lustig, ne? Ich habe das Gefühl, es hört sich dumm an, ne? Dass man sagt, trocken und gut. Ich habe das wirklich noch nicht so gehabt, aber irgendwie habe ich das gefühlt. Aber ich sag euch safe, diese 2,6 absolut ungerechtfertigt oder was es da hat, ne? Ja, genau, 2,6 schon hart. Ganz ehrlich. Ja, also da würde ich sagen, deutlich drüber. Da sieht man mal, dass das auch ein bisschen Schieflage sein kann. Klar, wenn man oft zu lang braucht für die Bestellung, kann man sich aufregen. Aber naja. Leute, das waren die schlechten Lieferservice-Buchsude. Teilweise berechtigt, teilweise nicht. Nee, ich muss auch Krockhoff. Ey, ich bin überrascht. Und hier auch. Das, ja, doch keine, das war keine 2,6. Nee. Auf gar keinen Fall. Nee. Also ich danke euch da auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen oben da. Auch ein Abo bei Evanio, sehr gerne. Coole Entscheidung. Ja, Mann. Und dann gerne Kommentar, alles, Glocke an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.